Ein junger Polizist tötet einen psychisch kranken Menschen und wird daraufhin von seinen Kollegen gefeiert. Nach außen spielt er den Helden. Geht's da? Ist super. Innerlich jedoch kämpft er mit Panikattacken und Traumasymptomen. Was soll sie dir aufmachen? Die Premiere von Cops, Donnerstagabend im Star Movie Wels. Für Regisseur Stefan Lukasch ist es bereits die zweite filmische Auseinandersetzung mit der Wiener Polizeisondereinheit Vega. Polizei und Gewalt, ein Film, der polarisiert. Da müssen wir als Gesellschaft eine prinzipielle Entscheidung treffen. Wollen wir das Konstrukt des Staates, der die Aufgabe hat, auch die Bevölkerung zu beschützen? Also wo es die Polizei gibt, als Polizeigewalt, oder wollen wir das nicht? Und das Schlimmste, was passieren kann, ist eine Polizei, die nicht mehr ernst genommen wird. Darsteller Roland Düringer, kein Unbekannter in der Filmszene. Der österreichische Kabarettist und Comedian in einer Rolle, die man so nicht von ihm kennt. Ich spiele eigentlich einen besorgten Vater. Also wo ich weiß, in was für eine Gefahr sich der Sohn eigentlich hineinbegibt, durch die Wahl bei der Vega anzuhören und dort dann seinen Dienst zu tun. Warum die Angst, weil er selber Polizist war? Ich glaube, ich bin ja Polizist, aber es gibt eben nicht nur eine Art von Polizist, es gibt ganz, ganz viele Arten von Polizisten. Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, was ihn halt auch gereizt hat, ist, dass es eben keine komödiantische Rolle war, nämlich, sondern dass es so ein Drama ist. Der Film bereits 6-mal ausgezeichnet. Die Dreharbeiten dazu fanden im Sommer 2017 statt. Schon ein Jahr zuvor bereiteten sich die Darsteller auf den Film vor. Wir haben ein Jahr lang intensiv trainiert mit mit dem Ernst Hirsch von der Coppa. Wir haben Krav Maga Training gehabt, wir haben mit der italienischen Antiterror-Einheit trainiert, wir haben mit dem Markus Wellenguni trainiert, wir haben Schießtrainings gehabt, Judo. Wir wollten einfach so authentisch wie möglich auch die Polizei darstellen können. Ich habe das Glück gehabt, dass ich eigentlich in einer relativ aufregenden Szene auch dabei war vom Dreh vom Stadion, wo die Rapid-Fans auszucken und dann die Vega eingreift. Und ich hatte immer wahnsinnige Freude, wenn dann die Vega dort eingegangen ist, also gespielt die Vega, ja, und sie die Vega hauen durften. Weil das dürfen sie in der Wirklichkeit nicht und da haben sie endlich einmal auf die Kiewerer so richtig einprägeln können. Cops ab 21. September dann in allen Star-Movie-Kinos zu sehen. Ihr seid jetzt bei der Vega. Bursche, pass auf! Ich muss mich zu 100% auf meine Burschen verlassen können. Bursche, hm? Erwachsen werden heißt's. Ich will das kein Actionfilm.